ich bin Stefan und das hier sind die Nerdstar News mit den folgenden Themen. Resident Evil als Brettspiel, Singleplay vor dem Aus und die Zukunft der Let's Plays. Wie wir bereits berichtet haben, hat der Entwickler Steamforge Games im September eine Kickstarter-Kampagne gestartet, um ein Brettspiel zu Resident Evil 2 zu veröffentlichen. Das Ziel von 150.000 Pfund wurde bereits nach 60 Minuten erreicht. Vor zwei Tagen endete dann die Kickstarter-Kampagne und hat insgesamt 800.000 Pfund eingebracht. Die zusätzlichen Einnahmen möchte der Entwickler dann in neue Figuren, Karten und das Abenteuer fließen lassen. Nachdem EA letzte Woche das Studio der Dead Space-Entwickler Visceral Games geschlossen hat, befürchteten viele, dass dies das Ende der Singleplayer-Spiele sein wird. Machine Games, die Entwickler von Wolfenstein 2, stellen sich allerdings ganz klar gegen die Aussagen von EA und sagen, dass ihnen die Story immer wichtiger sein wird als eine Multiplayer-Kampagne. Auch die Xbox-Managerin Shannon Loftus erklärt, dass Singleplayer-Spiele nicht tot seien, allerdings wirtschaftlich kompliziert sind und man gucken müsse, wie man diese refinanziert. Das YouTube-Urgestein Sui Shomaro, der seit 8 Jahren Let's Plays auf YouTube hochlädt, erklärte gestern Abend, dass er sich mehr auf Twitch konzentrieren möchte und nur Stream-Aufzeichnungen auf YouTube hochladen wird. In den Kommentaren äußerten sich Let's Player wie Domtendo und LooksLikeLink dazu und unterstützten ihn in seiner Aussage. Er selber sagte, dass YouTube sich in den letzten Jahren extrem verändert habe und eine negative Grundstimmung, besonders im Gaming-Bereich, herrsche. Ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird und ob weitere Let's Player dem nachziehen werden. Das waren die Nerdstar News für heute. Wir sind jetzt live mit dem letzten Abend der Sturmfrei-Woche und ich gehe jetzt zocken. Sturmfrei! Sturmfrei!